Ja, ein herzliches Willkommen an alle. Der Formel 1 Manager 22 ist endlich da, aus dem Hause Frontier. Und heute wird es mal einen kleinen First Look geben. Das heißt, das Video wird jetzt nicht ganz so mega lang, aber es wird auch schon, denke ich mir mal, ganz schön lang. Ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall ein Rennwochenende zu spielen. Und beginnen tun wir heute mit den McLaren Let's Play. Hier will ich mal so ein bisschen in der Folge ein bisschen was ausprobieren. Und es wird eigentlich quasi auch die erste Folge von dem Let's Play sein, was wir dann halt später mit rübernehmen. Morgen wird es dann nochmal ein Let's Play geben zu der Williams-Karriere. Da wird es die Premierenfolge geben, also die etwas längere. Und am Samstag wird es dann noch einmal eine etwas längere McLaren-Folge geben. Ja, und dann würde ich mal sagen, starten wir mal rein. Gehen wir erstmal auf eine neue Karriere und schauen uns das mal an. Kulturen und Nationen vereint. Seit über einem halben Jahrhundert treten legendäre F1-Fahrer auf historischen Rennstrecken gegeneinander an. Und ihr Vermächtnis ist bis heute lebendig. Die Meisterschaft 2021 war von Anfang bis Ende spannungsgeladen. Und 2022 könnte noch einen draufsetzen. Ein neues Regelwerk führt bahnbrechende Veränderungen ein. Neue Fahrertalente werden sich in Rad-an-Rad-Duellen bekämpfen mit altbewährten Champions. Der größte Druck ruht in der neuen Saison auf den Teamchefs, die ihre Fahrer, Autos und Teammitglieder zum Sieg führen müssen. Diese Herausforderung ist nichts für schwache Nerven. Das ist die F1. Ja, so sieht's mal aus, ne? Mercedes kehrte 2010 in die F1 zurück und gewann seit 2014 nacheinander jede einzelne Konstrukteursmeisterschaft. 2021 konnte das Team erneut den Konstrukteurstitel erringen, hatte in der Fahrerweltmeisterschaft jedoch knapp das Nachsehen und landete auf Rang 2. Auch 2022 zählt für Mercedes nur die absolute Dominanz im Wettbewerb. Mit weniger als dem schnellsten Auto und den meisten Siegen werden sich die Silberpfeile weder in dieser Saison noch in folgenden Jahren zufrieden geben. Also das finde ich auch schön gemacht, dass bei der Teamauswahl gleich nochmal so ein bisschen was dazu gesagt wird. Ich hoffe, das ist bei jedem Team so, aber es wäre Schwachsinn, wenn es nicht so wäre. und auf jeden Fall, ich werde mir jetzt nicht jedes Team anschauen. Ich finde das ganz cool, dass da nochmal so ein bisschen über das Team gesprochen wird. Und ich würde sagen, wir nehmen einmal McLaren. McLaren gehörte zu den Eckpfeilern der F1. Das Team ist bereits seit 1966 im Sport vertreten und konnte über die Jahre zahlreiche Fahrer- und Konstrukteurstitel erringen. In der letzten Saison belegte man den guten vierten Gesamtrang und konnte mit Daniel Ricciardo und Lando Norris den einzigen Doppelsieg der Saison erringen. Das talentierte Fahrerpaar Ricciardo und Norris kehrt in dieser Saison von McLaren zurück und eines ist sicher, sie werden sich nicht einfach zufrieden geben, bis sie wieder amtierende Champions sind. Jo, so sieht's mal aus, ne? Ja, langfristiges Ziel haben wir hier tatsächlich Konstrukteursmeister. Das Saisonziel ist jetzt erstmal Platz 5. Ich denke mir mal, das sollte mit McLaren auch locker möglich sein. Vorstandsbudget ist Mitte. Ist auch okay, finde ich. Und hier will ich mal so ein bisschen durchschauen. Wie gesagt, also heute ganz am Anfang schauen wir uns das alles in Ruhe an. Und da habe ich mir jetzt auch keine wirklich feste Zeit gesetzt, wann das hier endet. Das kann nach 2 Stunden zu Ende sein. Das kann nach 1 Stunde zu Ende sein. Das kann nach 3 Stunden zu Ende sein. Je nachdem. So, wir sehen hier einmal die Teamleistung. Da sehen wir, die Autoleistung ist jetzt nicht so pralle. Von der Fahrerleistung sind wir eigentlich ganz gut. Und vom Hauptquartier sind wir eigentlich auch ganz gut. Personalleistung, ja, okay. Also es gibt auf jeden Fall noch ein bisschen was wir aufarbeiten müssen. Zur Fahrerleistung muss ich gleich am Anfang sagen, ich werde mir mal anschauen, wie lange die Verträge von den Fahrern laufen. Sollte einer der beiden Fahrer dabei sein, der jetzt noch ein Jahr Vertrag hat, dann bleibt er in unserem Team.
Allerdings hatte ich ja hier als Ziel auch angegeben, ein deutsches Fahrerduo an den Start zu bringen. Und sollten wir jetzt hier beide Fahrer mit länger als ein Jahr Vertrag haben und wir uns das leisten können, dann würde ich gleich am Anfang tatsächlich die Umstellung schon vornehmen. Der beiden Fahrer würde die also beide rauskacheln. Mal schauen. Mir tut es dann halt immer leid um das liebe Geld, weil das wird kosten. So, wir haben lustigerweise als Fahrer Nummer 1 Danny Ricciardo. Und als Fahrer Nummer 2 haben wir Lando Norris. Und Stoffel Vandoorne ist einmal der Reservefahrer bei McLaren. Und hier haben wir noch einmal das Personal. Die Leitung in den verschiedenen Abteilungen. Und die Renningenieure natürlich für die jeweiligen Fahrer. So. Und hier einmal eine kleine Biografie. Den ersten Eintrag. Also es wird quasi das sein, weil seit wann das Team wirklich am Start ist. 1966 ist also schon eine ganze Weile dabei. Hauptquartier ist natürlich in Woking in Großbritannien. Und hier haben wir nochmal einmal ein bisschen Statistiken. Ne? Waren tatsächlich 12-mal nur Fahrermeister. Ich dachte, das wären sogar mehr gewesen, weil damals mit Senna, Prost. Und dann ja nochmal mit Mika Häkkinen. Gut, das waren nur 2. Ja gut. Ja. Und dann würde ich sagen, nehmen wir die mal. Vorname Team, Nachname Chef. Natürlich nicht. Die Anleitung ganz am Anfang, die lasse ich weg. Ich möchte da wirklich frei reinspielen. Anleitung finde ich immer ein bisschen doof, weil man manchmal auch so ein bisschen gebunden ist am Anfang und das möchte ich eigentlich umgehen. Deswegen machen wir die raus. Ich habe allerdings in ein paar Videos schon gesehen, dass die echt gut gemacht ist. Also es ist wirklich komplett vertont sogar und das finde ich wirklich schön gemacht. So, neues Spiel starten. Diese Details können später nicht geändert werden. Möchtest du wirklich fortfahren, aber sowas von. So, und dann sind wir einmal in unserem Homebildschirm. So, die ganzen Sachen werde ich jetzt nicht mehr so dolle erklären. Das hatten wir ja schon auch mal in unseren News-Videos. Und ich glaube, ihr habt auch schon in einigen anderen Kanälen schon gesehen, was das hier alles so ein bisschen ist. Aber trotzdem, wir gehen alles mal so ein bisschen durch, weil jetzt können wir das selber machen. Und schauen wir mal. Ich will mal testen. Okay, das geht schon mal nicht. Das ist auch nicht schlimm. Ich hatte einfach mal getestet, ob wir, wenn wir einfach mal auf den Namen klicken, ob wir dann direkt zum Beispiel zu AlphaTauri mal kommen. Weil das fand ich immer so ein echt geiles Feature beim Football Manager. Egal wo du hin wolltest, du kamst mit einem Klick immer sofort dahin. Auf den Namen oder. Das feiere ich echt. Das könnte man mal nachpatchen. Das wäre cool. So. Ich bin jetzt hier auch gerade so ein bisschen total verplant. Ich muss erstmal hier selber ein bisschen. Alles so ein bisschen lesen. Ah, Aerodynamik-Testzeitraum beginnt. Sponsorenverpflichtung. Okay. Ja. Ich gehe erstmal in den Posteingang. Audrey. Audrey ist dann auch die uns leiten würde in dem Anfangstutorial. Genau. So, das ist der neue Posteingang. Okay.
Die freuen sich natürlich alle, mich an Bord zu haben. Haha, sie kennen mich noch nicht. Hier schaue ich mal rein. Ah, okay. Ah, da würde ich mir erstmal einen kleinen Überblick verschaffen wollen. Wie es denn in unser Auto gestellt ist. Ja, schauen wir mal. Beschleunigung sind wir jetzt hier nicht so geil drauf. Ich würde tatsächlich erstmal sagen, ich bin hier auch so ein bisschen tatsächlich erschlagen von dem Ganzen. Weil wir müssen natürlich auch schauen, wenn wir jetzt zum Beispiel einen neuen Frontflügel entwickeln, wie lange das dauert. Ich schätze mal so ein paar Monate auf jeden Fall. Und wo wir dann eigentlich im Kalender sind. Kalender. Ja, den Kalender würde ich jetzt eigentlich nicht. Ah, hier haben wir doch schon mal was. Also ungefähr hier wurde es relativ mit Strecke mit Abtrieb, Strecke mit Abtrieb, Strecke mit Power. Okay. Niedrige Geschwindigkeiten, mittlere Geschwindigkeiten, klar, ist Monaco. Ich würde das Auto vielleicht auch dahingehend mal ein bisschen weiterentwickeln. Nee, Moment, ich möchte meinen anderen Bildschirm wieder haben. Unterboden ein bisschen weiterentwickeln, würde ich sagen, machen wir. So, hier kann man einmal zum Beispiel die CFD-Stunden festlegen dann auch für das Projekt und die Stunden im Windkanal. Das ist ganz wichtig, weil man hat nur bestimmte Stunden zur Verfügung. Und ja, das ist schon ein bisschen managewert. Ja, das ist schon mal ganz krass hier. Hier würde ich auch mal ein bisschen was reinbuttern. Ja, es dauert, wie es aussieht, gar nicht so lange. Der Unterboden. Dauert gar nicht so lange. Würde ich hier gar nicht so viel an Stunden reinpressen. Würde dann vielleicht noch zusätzlich einen Frontflügel angehen. Und zwar Luftwiderstandsreduzierung. Das ist immer ganz cool. Hier möchte ich gerne auf niedrige Geschwindigkeiten gehen. Und hohe Geschwindigkeiten erstmal so ein bisschen rausnehmen. Da würde quasi ein Eis beim Alten bleiben. Okay. Ich würde das jetzt einfach mal so lassen, tatsächlich. Würde uns fast 1 Million kosten, das ist okay. Hier kann man einmal nochmal verändern, die Herangehensweise, schnell, intensiv. Kostet natürlich alles dann immer mehr Geld. Ja, okay. Jetzt haben wir hier auch so ein bisschen schon ganz andere Tage drin stehen. Ist natürlich jetzt relativ spät ist.
also so viel will ich da jetzt eigentlich auch nicht reinlegen, damit das wohl so teuer ist. Wir brauchen das tatsächlich noch, um unsere Fahrer zu entlassen. Ja, das klingt jetzt erstmal sehr doof. Aber egal. Wir kriegen ja über die Saison auch noch ein bisschen Geld rein. So, dann würde ich das sagen. Machen wir das einmal. Ja, ja, ja. Verbleibendes Kostenlimit, das ist quasi, ich schätze mal, das wird das dieses Cost Cap sein. Diese Budget-Obergrenze. So, und nachdem das entworfen wurde, müssen wir es auch noch anfertigen. Das habe ich jetzt gar nicht berechnet. Was ich natürlich auch sehr gern machen würde, ist die Fabrik ausbauen. Wir haben sie zwar schon auf Level 2. Das war ja das Gute bei McLaren. Bei McLaren ist alles schon so ein bisschen ausgebaut. Ich würde die Fabrik vielleicht sogar erstmal auf der 2 lassen. Weil jetzt möchte ich erstmal ganz gerne die Grundsteine irgendwie so ein bisschen legen. Was ich jetzt noch nicht weiß, ist, wie ich die ganzen Fahrer die Liste einfach mal einsehen kann. Ah, okay. Hat sich erledigt. So. Wir wollten ja ein deutsches Fahrerduo. Ich habe mich jetzt auch mal ein bisschen schlau gemacht, was hier alles zurzeit im Formelsport rumfährt. Und ich möchte eigentlich ungern wirklich einen kompletten Jüngling hier reinsetzen. Deswegen würde ich das tatsächlich so angehen, dass Vettel und Schumacher ich dir mein Team hole. Das wäre natürlich auch geil, ne? Mick und David Schumacher. Wobei der echt noch Zeit braucht. Ist allerdings auch erst 20 und Schumacher. Mick Schumacher, glaube ich, ist schon 21 oder 23 sogar. Könnte sie auch einfach mal nach Namen suchen, ne? Mick? 22, ja, okay, genau dazwischen. Den werden wir uns auf jeden Fall holen. Und dann würde ich sagen, David Schumacher vielleicht als Testfahrer. Oh, Nico Hülkenberg ist auch noch dabei. Geil. Und der ist ja Reservefahrer bei Aston Martin. Die Allzweckwaffe, wenn mal einer ausfällt. Das finde ich auch immer wirklich echt beeindruckend. Der kommt von einer Rennpause, von etlichen Rennen, setzt sich ins Auto und ist wirklich spätestens am ersten Renntag, also wirklich am ersten Rennen, ist der da mit der Leistung, ne? Also das ist schon ganz, ganz cool. So, dann scouten wir mal Mick Schumacher hier. Aha, ich kann ihn jetzt schon im Vertrag unterbreiten. Das wäre natürlich, den möchte ich ja sowieso holen. Da ist mir das eigentlich egal mit dem Scouting. Geduld, Verhandlung ist sehr hoch. Und Verhandlungsverhalten offen für Verhandlungen. Das ist schon mal sehr gut. Ja, ich glaube, das ist hier nicht gewollt. Ich nehme mal an, das wird irgendwann nochmal gepatcht. Kann sogar sein, dass es schon beim offiziellen Release dann halt auch gepatcht wird oder dass jetzt sogar noch vor dem offiziellen 30. Noch ein Patch kommt. Das sind so kleine Kleinigkeiten, die hier noch so ein bisschen merkwürdig aussehen. dann würde ich sagen, unterbreiten wir den noch einfach mal. Nein, wir unterbreiten ihn noch keinen Vertrag. Ich wollte erstmal nochmal nach meinen Fahrern gucken. Und zwar, wo sehe ich denn den Vertrag? Meistens unter Vertrag. Das ist eine gute Möglichkeit. Hier, ja, okay. Okay. Das wird teuer. Okay, ich glaube, Lando Norris bleibt noch ein bisschen bei uns. Er hätte nur ein Jahr. Ja, aber ich würde in der ersten Saison schon irgendwie den ersten Fahrer schon ranholen wollen. Ja, komm, ist egal. Dann
Holen wir gleich Mick. Ich möchte aber nicht Lando ersetzen. Ich möchte ihn auch trotzdem gerne ins zweite Auto setzen. Kann ich die denn tauschen? Ich weiß schon, dass ihr das irgendwie wisst, aber ich weiß es leider noch nicht. Wie kann ich denn die Fahrer ein anderes Auto zuweisen? Ich würde jetzt Fahrerposition ist Auto 2, dann würde ich sagen, dass der auch der Fahrer Nummer 2 ist. Ich würde halt gerne dann Norris wirklich als Fahrer Nummer 1 machen. Oder hat das jetzt nicht wirklich das zu bedeuten, was ich denke? Fragen über Fragen. Ach, dann machen wir es jetzt erstmal so. Hat Mick halt einen steilen Aufstieg gemacht. Da ruhig 3 Saisons. Oh Gott, was verdient der? Achso, nicht gescoutet. Ah. Okay, die Zeit haben wir jetzt auch noch. Scouten wir den. Ja, das ist ja schon ganz gut zu wissen. Das sind 10 Tage. Ben Watkins ist so schlecht, echt. Gut, aber auch die können wir immer noch weiterentwickeln. Das finde ich nämlich auch cool, dass man wirklich nicht nur die Fahrer weiterentwickelt, sondern auch die Ingenieure und das ganze Team halt. Das finde ich schon echt geil. So, was gibt's denn beim Ingenieurteam? Okay. Scouting-Team, da reichen 2 Scouts. Boxen-Crew. Jetzt natürlich die Frage, im Vergleich mit anderen Teams, ist das jetzt gut oder schlecht? Wenn wir darauf den Fokus legen, den andere runter. Das ist mir auch ein bisschen zu doof. Ich lasse das erstmal. So. Scout nach neuem Personal machen wir jetzt alles erstmal nicht. Was haben wir denn hier? Die Teamzentrale. Die Teamzentrale ist aber relativ klein. Aber die Personal, Häuser, die waren ja auch, glaube ich, nicht so gut bei mir. Scouting-Abteilung brauche ich eigentlich gar nicht verbessern. Das ist relativ wichtig. Gerade wenn wir mit Williams dann anfangen, ist der Rennsimulator extrem wichtig. Wegen der Erfahrung und wegen der Weiterentwicklung der Fahrer, der Jungen. Das ist dann auf jeden Fall wichtig. Wöchentlicher Erfahrungszuwachs, Personal. Ja. Ja, das könnten wir auch angehen. Wie viel kostet das Ding jetzt denn, wenn ich es baue? 1,5 Millionen. Das geht eigentlich. Ja, komm, machen wir mal. Monatliche Instandhaltung. Ja, okay. Okay. Sponsoren oder so eine kleine Finanzspritze würde mir jetzt echt mal gut tun. Dann könnte ich jetzt schon eigentlich quasi alles in die Tat umsetzen.
Ah klar, wenn Norris natürlich 4 Jahre Vertrag hat, das kann ich mir schon vorstellen, dass das teuer wird, ihn da rauszukriegen. Was mir ja eigentlich echt leid tut, weil Lando Norris, hätte ich die Ziele jetzt nicht gesetzt in dem Let's Play, würde der auch weiter bei mir fahren, weil der ist echt gut. So, und dann haben wir den Vorstand. Oh, ich finde das echt geil, hier mal alles durchzuklicken und das nicht irgendwie in News-Videos nur als Bild oder irgendwie sowas zu sehen, sondern das wirklich echt mal selber wieder zu machen. Das ist natürlich richtig geil. So, Saisonziel ist der 5. oder darüber. Da möchte ich eigentlich schon ganz gerne darüber sein. Also Platz 4 würde ich schon angehen. Klar, Ferrari, Red Bull und Mercedes wird schwierig, aber dahinter sehe ich uns schon. Und bis 2026 sollen wir dann einmal Konstrukteursweltmeister werden. Ja, sportlich. Aber ich denke mir mal schon, dass das ganz in Ordnung ist. Hier haben wir jetzt einmal das Saisonbudget. Das liegt bei 60.000, also 60 Millionen. 60.000 wäre ein bisschen wenig. Und da kommt also auch immer noch ein bisschen was rein. Ah, okay. Teamwertung. Gut, hiermit dürfte noch nichts drin stehen. Das wird dann später mal ganz interessant werden. Regeln und Vorschriften, was haben wir denn hier Schönes? Ah, okay. Das ist natürlich auch geil, dass man so ein bisschen, das könnte ich mir nämlich genau, dass sich das auch mal ändert. Diese ganzen Komponenten und alles, die Regelungen daran, das finde ich sehr gut. Das finde ich echt sehr gut. Dass das nicht immer alles gleich bleibt. Ja, das hatte ich so, glaube ich, in noch keinem News-Video irgendwie gesehen. Oder irgendwie rausgefunden können. Das sich nämlich auch verändert. Dass sich die Regeln sportlich verändern können, wissen wir ja schon. Und auch hier nach den Plätzen, das finde ich auch ganz interessant. Warum die Platzierung 4 jetzt grün hinterlegt ist, kann ich so nicht erklären oder erkennen. Aber ja, gut. Aber das finde ich schon mal ganz interessant, weil das ist, macht die ganze Sache dann immer mal wieder ein bisschen variabler. So, und die Finanzen schauen wir uns mal an. Oh, die Saisonprognose sieht aber ein bisschen mau aus. Ich glaube, wir müssen sparen. Ja, müssen wir mal schauen, wie das alles so läuft. So, Rangliste brauche ich, glaube ich, nicht jetzt reingucken. Genau, das sind nur die Wertungen. Ja, Mensch, da waren wir ja eigentlich relativ fix jetzt hier durch. Ich habe ja noch 5 verfügbare Ingenieure übrig. Und da würde ich sagen, hier haben wir ja einmal den Unterboden, den wir anpassen werden. Und dann starten wir nochmal ein neues Projekt. Und zwar möchte ich da gerne den Frontflügel ändern. Ich möchte irgendwie jetzt auch nicht zu sehr jetzt eindimensional werden. Nur alles auf niedrige Geschwindigkeit setzen.
Aber hier sind wir halt wirklich schon relativ schlecht, ne? Auch die Bremsenkühlung ist bei uns nicht sehr gut. Ja, ich glaube, den Designfokus, den wir hier auswählen mit niedrigen und mittleren Geschwindigkeiten, ist, glaube ich, schon gar nicht so verkehrt, weil da sind wir wirklich relativ schlecht. Oder was bitte? Ich würde das jetzt tatsächlich irgendwie... nach der Platzierung schätzen gehen, würde ich sagen. Ihr versteht mich? Ich hoffe. So, hier machen wir auch mal ein paar Stündchen rein. Wir haben ja eigentlich da ganz gute, ging da ganz gut in der Zeit, glaube ich. Weil die Teile müssen ja auch erstmal entwickelt werden. So, dann würde ich hier tatsächlich wieder den Fokus hier hinlegen. Das vielleicht so belassen und die Bremsenkühlung nochmal ordentlich verbessern. Ich glaube, wir lassen das mal so. Wie gesagt, ich kann damit hier auch komplett auf dem Holzweg sein. Ist jetzt das erste Mal, dass ich das selber spiele. Da muss ich mich erst so ein bisschen reinfuchsen. Würde ich, glaube ich, nicht anders gehen. So, wie lange dauert es denn noch? Das dauert gar nicht mal so lange. Hier wieder alle 5 Mechaniker rein. Ingenieure natürlich. Hier normal. Jo. Nehme ich. Schauen wir hier nochmal einmal. Ich glaube, das ist genau, das ist die Vorbereitung auf das Rennwochenende. Wir haben hier 3 DRS-Zonen. Aber es geht halt komplett auf niedrige Geschwindigkeit und mittlere Geschwindigkeit. Da, wo wir, so scheint es, echt nicht gut sind. Erwartete Strategien, okay. So. Genau, das sind dann die Ziele für das Wochenende. Und gut, Fahrerübersicht, alles klar. Dann würde ich sagen, schreiten wir mal in der Zeit vor. Und dann haben wir einmal ein paar Mails. So, guten Morgen. Jo, das ist okay. Ah, okay. Ja. Ja, kann ich das irgendwie verändern?
Ah, ich glaube, das kann ich jetzt nicht mehr ändern, weil das ja, weil ich zu spät quasi dazugekommen bin zum Team. ich nehme mal, das kann ich dann für die nächste Saison verändern. Schätze ich mal. Würde ich so sagen. Okay. So, was haben wir denn hier? Ach, eine Party, natürlich. Das ist immer ganz gut. Zum Einstand erstmal eine Party geben. Da hatten wir doch eigentlich was gehabt. Testergebnisse nach Bahrain. Ah, okay. Das heißt, wir hätten eigentlich alles das, was wir eben gerade gemacht haben, eher hier nachmachen müssen. Aber wir hatten ja das schon so ein bisschen hinterlegt. Das ist echt nicht gut, ne? Das ist echt nicht gut. Wir sind hier ganz schön weit hinten, Leute. Naja gut, da haben wir wenigstens schön was zu tun für die Saison. So, das ist doch super. Vertrag? Och, ernsthaft jetzt? Ja, ich möchte ihn noch gerne schon zur aktuellen Saison zum Start verpflichten. Das wird, glaube ich, ein bisschen knapp werden. Ja, das wird nix. Ja gut, verpflichten wir mitten in der Saison, ne? Ist auch nicht so schlimm. Ich möchte ihn halt jetzt auch kein Angebot machen und dann ist er irgendwie verärgert oder irgendwie sowas und wir kriegen ihn nicht mehr. Das hatte ich nämlich. Das kenne ich nicht aus solchen Manager-Spielen, deswegen mache ich ein komplettes Scouting. Ist egal. Was hatten wir denn so über ihn rausgefunden? Okay, er ist eigentlich relativ beständig. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, da ist er sehr, sehr gut. Quasi wie er mit den Reifen umgeht. Also sehr, sehr gut. Klar, hier muss er noch lernen. Hier auch. Er ist halt noch in der Entwicklung, ne? Ah, cool, das ist auch hinterlegt. Wo er bei Prima war. Jo. Also Mick werden wir auf jeden Fall holen. Eigentlich wollte ich Vettel noch als Erfahrenen holen. Oder Hülkenberg, je nachdem. Aber Lando bleibt jetzt erstmal. Was jetzt auch keine schlechte Wahl ist, ne? Moral ist hoch. Ja, das ist natürlich eine komplett andere Kategorie, ne? Als Mick. Auch Danny Ricciardo ist relativ stark hier noch. Klar, jetzt für das Spiel und für die Erfolge ist das natürlich nicht hinderlich. Allerdings in der Realität sieht es natürlich zurzeit ein bisschen anders aus. Da würde ich noch irgendwie so einen Wert cool finden, wie zum Beispiel Form oder so. Eine Fahrerform. Das wäre natürlich richtig geil gewesen.
Vielleicht gibt es das auch und ich sehe es nur nicht. Das kann auch sein. Und dann geht es weiter und dann kommen wir ja auch schon zum Rennwochenende. Und da schaue ich jetzt hier mal rein. Erreiche das Q3. Ich bringe es irgendwie immer durcheinander. Q3 ist das Top 10 Qualifying und Q1 ist quasi die erste Runde. Ja, ich glaube, so war das. Ich bringe diese Qs immer durcheinander. Das ist ganz schlimm bei mir. Das würde ich schon eher sagen. Ich glaube, bin mir nicht sicher, ob wir Q3 erreichen, weil wir stehen nicht sehr gut da. Das werde ich mir noch nicht angeben hier. War das auf jeden Fall. So. Rennziele. Eine Zielplatzierung ist auf Platz 10 festgelegt. Schnellste Runde klammere ich aus, weil da gibt es Red Bull und Ferrari und Mercedes, die da eher dran sind, glaube ich. Ja, aber das geht in Ordnung. Das wird man auf jeden Fall schaffen im Rennen. Bin ich, werde ich böse. So, dann haben wir hier einmal alles geklärt. Was gibt es denn hier noch so Schönes? Was fahren wir denn eigentlich? C3, C2 und C1. Also das ist eigentlich die härteste Mischung, die es gibt. Heißt also auch, dass der weiche Reifen, glaube ich, relativ haltbar sogar ist. Das ist die härteste Mischung. Es kann vielleicht sogar sein, dass man ein Einstopp-Rennen in Betracht zieht. Könnte man machen. Hier sieht man immer noch den Rundenrekord von 2015 von Pedro de la Rosa im McLaren, müsste das gewesen sein. Der ist immer noch hinterlegt. Ich weiß gar nicht, wie nah wir da dran kommen werden. So. Ja, doch relativ nah. Die letzten Rennergebnisse. Letztes Jahr hat Hamilton gewonnen. Vor Verstappen und Bottas. Okay. Wir waren auf Platz 4. Das wäre natürlich anhand dessen, wie ich jetzt so die ganzen Teile gesehen habe. Ja, das ist natürlich ein Träumchen, ne? Aber das würde ich sofort nehmen. Ich will jetzt mal nicht zu schwarz malen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal da rein. Oder auch nicht. Ja, check. Zur Rennvorbereitung. Da war ich schon. Ich mache das immer lieber, bevor ich so eine Aufforderung kriege, als wenn ich die Aufforderung nicht kriege und dann ist alles zu spät. Deswegen bin ich da immer ein bisschen früher dran, wie es aussieht. Willkommen auf dem F1 Archipel. Was ist das? Rein mag vielleicht klein sein, aber auf den Tribünen was? Gerade riesige Stücke. Was ist das für ein Kommentator? So oder so, es ist Kommentator. Ein weiteres fantastisches Grand Prix Rennwochenende. Der Bahrain International Circuit ist eine anspruchsvolle Strecke. In den engen Kurven müssen die Autos weit runterschalten. Da bergab gebremst werden muss, könnten die Räder blockieren. Dieses Risiko müssen die Fahrer in den Griff bekommen. Konzentration und Balance sind hier für den Sieg nötig. So früh in der Saison gibt es noch viele Möglichkeiten, die Dinge zu ändern. In diesem Sport gibt es einfach keine Garantie. Was wird dieses Wochenende passieren? Die Zeit wird es zeigen. Was war das für ein Kommentator? Warum sage ich eigentlich immer Kommentator und nicht Kommentator? Sorry. Als ich die Stimme eben zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir,
Ich weiß nicht, ob jemand dieses Spiel kennt. Kennt jemand Tropico? Das ist ein bisschen mit Dialekt noch rein, ne? Dann ist es 1:1 dieser Penultimo. Ohne Witz, daran habe ich jetzt, wo ich das gehört habe, zum ersten Mal als erstes daran gedacht. Ich weiß nicht warum. Ist ja witzig. Da hätte ich es natürlich jetzt noch richtig geil gefunden, irgendwie die Sky-Kommentatoren oder die RTL-Kommentatoren zu haben. Das wäre natürlich nochmal so ein bisschen das i-Tüpfelchen, aber alles gut. So, Sponsoren? Ja. Ah, okay. Dann gehen wir mal ins P1, beziehungsweise T1, wie es hier heißt. Oh Gott, das kann nur im Chaos enden. Auto-Setup noch nicht getestet, klar. Nee, der soll erstmal nur... Ja, obwohl. Wenn das Spiel das vorgibt, kann das eigentlich nicht verkehrt sein. Was hat er denn drauf? 15 Runden? Mit Weichen? Obwohl, wäre eigentlich kein schlechter Test. Da würde ich dann hier sogar noch einen draufsetzen. Und schauen, ob die durchhalten. Aber gut, ja, 20 Runden. Ja, das würde ich hier tatsächlich erstmal belassen. Autoteile haben wir ja noch keine neuen, leider. Auto 1 bereit. Auto 2 bereit. Okay. Check. Natürlich machen wir hier jede Session, ist doch klar. Daniel, Radio check. And check the drink. Das finde ich so geil. Okay, Radio check. Sessions should be starting now. Man sich an einen Funk so erfreuen kann, aber ich finde das echt nicht schlecht gemacht, dass da wirklich Originalkommentare sind. Jo, dich schicke ich mal raus. Übrigens, das Video ist auch wirklich ein kompletter Test jetzt. Ich schaue mir das dann gleich auch nochmal in Schnitt an, wie es so passt mit dem Sound und das alles. Also wenn jetzt hier noch nicht alles stimmt, falls ihr das irgendwie zu leise hört oder im schlimmsten Fall zu laut, dann tut es mir leid. Das wird dann beim nächsten Mal definitiv gefixt sein. Das sieht schon cool aus. Ist das irgendwie klein? Ich möchte das nicht. Geh weg. Na gut. Ah, okay. Nein. So, Norris habe ich jetzt auch mal rausgeschickt. Ah, ich finde das schon gar nicht schlecht. Also auch mit den Sounds so ein bisschen. Den Rest der Runde mit, würde ich sagen. Hier haben wir jetzt auch schon mal so ein bisschen Streckenakklimatisierung und alles. Das füllt sich natürlich mit der Zeit.
Klicken wir mal hier alles durch. Okay, hier hat man die drei Abschnitte, die dann entweder pink wären. Das ist natürlich, pink ist immer gut. Grün dann für die persönliche Bestzeit, also dass er sich persönlich verbessert hat, ohne jetzt der Allerschnellste zu sein. Hier hat sich das gerade auch gedreht. Ich nehme mal an, ja, irgendwer anders wird auf jeden Fall schneller gewesen sein. Finde ich auch ganz cool, dass man so extra Befehle geben kann. Was gibt es denn noch Schönes für Ansichten? Verfolger, also Heckansicht, sage ich jetzt mal. Die finde ich auch ganz cool. Die finde ich eigentlich auch ganz cool hier. Und einmal quasi vom Frontflügel so ein bisschen von der Nase. Die Nasencam. Und dann die TV-Ansicht natürlich. Oh, wir sind gleich mal eine Sekunde langsamer. Ich würde sagen, ich werde den jetzt mal so ein bisschen aggressiver stellen. User place now. Understood. Use the overtake button. Understood. Ah, okay, ich hab's raus, wie ich das ausschalte. Sehr gut. So, jetzt schauen wir mal, wie schnell er ist. Ist natürlich ein bisschen spät aktiviert. Ach, jetzt bin ich glaube ich bei Led. Nee. Nee, ich bin noch bei Ricardo. Okay. Ja, das sieht doch schon mal besser aus. Das sieht doch schon mal deutlich besser aus. Okay, dann kann er mal wieder ein bisschen ruhiger fahren. Okay, keep looking after the tire. Okay. Ja, Mensch, sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, Lando. Oh, Lando hatte, glaube ich, ein bisschen Verkehr. Da war mal wieder ein langsamer Ferrari vor uns. Lando sieht es auch gut aus. Ich glaube, der positioniert sich vielleicht sogar auf die 1. Schafft das? Yes. Oh, und wie? Das ist sehr schön. Ist natürlich jetzt noch nicht aussagekräftig, ne? Just be careful with this tire. Yeah, confirm. Big lift. Confirm. So, jetzt würde ich hier mal ein bisschen die Geschwindigkeit hochdrehen. Weil das ist jetzt alles nur quasi erstmal getestet, Setup finden und sowas alles. Kommen die eigentlich automatisch wieder rein? Nach dem Runplan? Oder muss ich die reinholen? Ah, okay, hier sieht man auch die Reifen, die Sektoren. Letzte Runde.
Wie ist das Gefühl mit dem Auto? Irgendwas stimmt nicht mit dem Auto. Ah, cool. Okay, Lennon ist reingekommen. Ich sag zu Lando übrigens auch gerne mal Lenden, also warum auch immer, das ist einfach manchmal so. Aber Lando ist nach 11 Runden reingekommen, also wird er aber eigentlich 15 fahren. Warum tut er dies? Vielleicht weil... Vielleicht weil, ich habe keine Ahnung. Reingeholt habe ich ihn ja nicht. Ah, oder nee, ich hatte ihn glaube ich nur auf 10 Runden geschickt. Ja. So, hier wissen wir, dass es schlecht ist. Boah, das hasse ich. Also ich verstelle so gerne das Setup, ne? Flügeleinstellungen und all sowas, aber Radsturz hasse ich. Da gehe ich wirklich nach Reglern. Da habe ich keine Ahnung manchmal, was ich tue. Hier war der Ausgangspunkt. Hier sind wir jetzt. Das kann jetzt gut oder schlecht sein. Wir schicken ihn mal raus. Wie sind denn die Reifen? Ach, die Reifen halten nochmal. Das bleibt alles. Und dann geht er nochmal für 15 Runden. Ja, das sollte mit den Reifen, glaube ich, auch klar gehen. So, Danny hat jetzt schon alle 5 Bausteine quasi voll. Für das Setup. Ich glaube, ihn hole ich auch mal rein. Ja, möchte ich.